Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen im ZDF bei Laufer, Lichter, Lecker. Heute gibt es keine Mini-Playback-Show, sondern es gibt eine Mini-Playback-Kochshow. An meiner Seite die Dame, ja, Sie kennen sie wahrscheinlich alle, sie kommt aus Holland. Herzlich willkommen, Mareike Amaro. Schönen Tag, Johanke. Und wir beide wollen heute zubereiten. Einmal, was machst du? Was mache ich eigentlich? Ich werde jetzt gleich diese Eier trennen. Nein. Ja, und dann mache ich hier Sambaglione, irgendwie das Allerschwierigste, was es überhaupt auf der Welt gibt. Eigentlich sollte ich hier Mischmuscheln machen, die sind mir entnommen worden. Jetzt mache ich Sambaglione. Sambaglione. Du machst Aprikosendörtchen mit einer Zimt-Sambaglione und ich mache Lammschnitzel, liebe Zuschauer, in einer schönen grünen Panade und dazu Artischocken mit Tomaten. Als Ragout. Aber dir wird's was, bei mir wird's nichts. Doch, es wird was. Ja, weißt du? Die Abteilung, wo es nichts wird, die ist auf der anderen Seite. Das sind die Kölner. Ja, genau. Also, ich bedanke mich aufrichtig für diese herrliche Ansage. Also, ich bin immer wieder. Also, dem Karajan aller Köche, Johann Lafer, danke ich schon mal von dieser Seite aus. Aber wir machen halt keine Sambaglione, ne? Wir kochen richtig. Rock, lecker, ne? Wir machen Rockfort. Rockfort. Ja. Und zwar Rockfort auf Blätterteig-Schnittchen zur Vorspeise. Knallhart, ja. Ich müsste dich eigentlich vorher vorstellen. Die wissen doch gar nicht, wer du bist, Mensch. Ja? Also, an meiner Seite einer der größten Schauspieler Deutschlands, wie man unschwer erkennen kann. Ja? Götz Otto. Ein Mensch, den ich sehr bewundere. Er hat nämlich mitgespielt bei, sag es ruhig, ne? Also sensationell war, ne, James Bond, ne? Also, da hat der dem Typen, ja, aber erzählen wir später mehr. Ich koche übrigens auch was, und zwar werde ich Lachsspießchen machen. Mit Sherry-Tomätchen, mit Porree, mit einer Aioli, falls sie was werden sollte, und einem Dressing, das ist der Hit, und das Ganze im Backofen. Und wenn es nichts wird, dann essen wir Sambaglione, das ist egal. So. Ja? Und du würdest jetzt erstmal anfangen mit diesen wunderbaren Rockvorschnittchen im Blätterteig gebrasselt. Das heißt, als erstes Blätterteig erstmal schön ausrollen in drei Streifen. Entschuldige, ich möchte erstmal die beste aller Zutaten vorstellen, den Zuschauern. Ja. Das ist nämlich mein Horst. Ach, Johann, nein. Oh. Johann. Also ich habe ja eben schon gesagt, Johann ist für mich der Karajan der Köche. Ja. Aber Mareike nicht. Aber Johann, eins musst du mir verraten hier. Deine Bohle, die du gemacht hast, die ist sehr einseitig. Wieso? Eine Zitronenbohle. Die schmeckt doch scheiße, sei ehrlich, oder? Tust du da noch was rein? Wir hatten mal im Restaurant für den Gast so Artischocken serviert, weißt du, mit so die Blätter zum Essen. Ja. Und dazu eine Fingerbohle, ja. Und dann trinkt er die so. Und sagt zum Kellner, das Zitronenwasser war sehr gut. Ich wollte es auch noch. Das ist mir auch schon passiert. Ah, ja, das kann ich. Ja. So. Ich mach jetzt mal Weißkuchen. Ja. Eiweiß so. Steif schlagen. Also wir schlagen jetzt. Nee, der Mixer läuft alleine, du musst ihn festhalten und dann drehen. Ach so. Soll ich mal so tun als ob, da? Ja, einfach mehr Gas geben, so. Ah, so mehr Gas. Kann ich sagen, mein Koffer ist in Holland stehen geblieben. Ja, ich komme gerade vom Flughafen. Ihr macht aber ordentlich Krach da drüben, aber guck mal, das ist wirklich eine Sambaglione. Das ist schon meine, die ist schon fertig. Das ist Eiweiß jetzt. Wir machen die Dörtchen, so. Guck mal, die wackelt mit allem, so. Wir müssen die Aprikosen halbieren. Ja, du musst halbieren. Ja weitermachen, genau. Ja, guck mal so. Sind das Aprikosen? Ja. Sehen aus wie Pfirsiche. So, die kommen aus Holland. Ja. Wie die Tomaten, ne? Ja. Ist es jetzt richtig so? Ja, wunderbar. So. Fertig, ne? Ja, ja. Jetzt nimmst du hier Eigelb. Dann machen wir Zucker rein und Vanillezucker. Aber nicht mit der gleichen Ding. Doch, mit dem gleichen Ding. Und dann Vanillezucker rein. Ja. Und jetzt schön schaumig schlagen. Langsam. Das ist jetzt weniger. Ein bisschen zu hart, ja. Ja, so, mit Gefühl. Ich lerne hier noch was. Die Holländer haben kein Gefühl. Guck mal, das ist kein Anhänger. Doch, Holländer haben sehr viel Gefühl. Aber Sambaglione, das kann ich dir mal sagen, meine erste Ehe war ein Halb-Italiener, ein Schweizer-Italiener. Ja, ja.
Und der hat die ganze Woche, durch die Woche, immer nur Sabayone gemacht. Ja. Es wurde irgendwann sowas von stinklangweilig, dass ich sagte, tschüss, auf Wiedersehen, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und dass ich das jetzt bei dir wieder machen muss, ja, das ist irgendwie eine Aufarbeitung. Mann. Das siehst du mal. Man nennt das dann auch die verflixte siebte Sabayone. Ne? Das ist also geil. Das siebte ist so gut. Du kriegst mehr noch, mehr schlagen. Mehr schlagen. Johann steht auf schneller und härter. Nein. Guck mal hier. Sie ist übrigens nicht unbedingt die beste Köchin, aber definitiv die lauteste, die wir je hier hatten. Ne? Johann. Ist nicht schlimm, Johann. Aber mein Ex hat es immer mit der Hand gemacht. Was hat er denn mit der Hand gemacht? Aber Jo, du hast gesagt, wir sollen schnell machen, also wir sind fertig. Ich arbeite mich hier dreimal in der Runde. Was machst du jetzt? Ich hab ja mit. Und die macht Kindersendungen, das glaube ich nicht. Was macht ihr weiter? Und was sagst du dazu? Das ist ja unglaublich. Aber zum Glück mache ich es auch mit der Hand. Hier, du machst auch mit der Hand? Ja, guck mal hier, das flutscht. Da. Darf ich mal zeigen, ganz kurz, ja, also dass mein Götz hier richtig am Malochen ist. Ich meine, gut, bei ihm sieht jede Schüssel klein aus. Ja, also die Schüssel, da passen übrigens 16 Liter rein, nur damit man zu Hause weiß, wie groß die ist. 16 Liter. Ja, 16 Liter Schüssel. Mindestens. Und zwar hat er jetzt wunderbar die Füllung gemacht für unsere Blätterteig-Plätzchen, die wir zur Vorspeise genießen werden. Und zwar hat er Roquefort schön klein gebröselt. Sehr klein gebröselt. Sehr klein gebröselt. Sehr glitschig war er noch, aber... Aber lecker, ne? Sehr lecker. Dann die Creme Fraiche darunter gerührt. Ja. Ein wenig Armagnac dazu. Johann, du weißt ja sicherlich, was Armagnac ist. Armagnac, ne? Ja. Das ist übrigens kein Reinigungsmittel für die Herrschaften, die es nicht wissen sollten. Du weißt, man nennt es böse auch den kleinen Bruder vom Cognac. Ja, genau. Ja, ist aber falsch eigentlich, weil den gibt es ja schon viel länger als den Cognac. Ja, aber Armagnac ist, auch ein Brandy. Das ist ein Brandy, ja. Ein Brandy. Ja. Und der wird zwischen 33 Jahren im Eichenfass gelagert. Und er ist sensationell. Der hat nur einen Unterschied. Johann, weißt du, worin der Unterschied liegt zwischen dem Cognac und dem Armagnac? Woran? Du weißt es doch. Weißt du nicht? Nee. Johann, komm. Die Stärke. Nein, ich der wird nur einmal gebrannt. Ach so, okay. Ja, ja, das habe ich nachgelesen. Aber muss man das alles wissen? Muss man das alles wissen, wenn man ihn trinkt? Oder reicht es auch, wenn man einfach... Nee. Also wenn du ihn trinkst, ist das egal. Hauptsache, der knallt. Ja, ne? Aber wenn du hier kochst, muss das war doch meine Frage. Ja. Hast du hier schon Armagnac drin? Ja, da habe ich schon... Ein Teelöffel? Ich habe zwei genommen. Zwei man kann ja nie wissen. Ja? Sehr schön. Aber so jetzt können wir noch probieren. Magst du das noch kalt stellen, bitte? Ja, das natürlich. Das ja, bitte, Johann. Schau her, wie wir das machen. Die Ringe muss man ausbuttern und dann so durchdrehen durch Zucker. Guck mal hier. Ganz normale so Metallringe. Dann ist innen hier der Ring schön mit Zucker bestreut. Siehst du hier? So kannst du durchschauen. Schau her. Das sieht sehr schön aus, aber das ist ja richtig Arbeit vorher, so ein Rohr dafür zu zersägen. Ne? So, andersrum rein. So geht's nicht. So, quer. Oh oh. Das gibt Ärger. Ich habe auch mal Scheiße gebaut bei Johann. Ist das wahr? Was kriegt man dann? Was kriegt man dann von Johann? Na, dann schläfst du auch am Fußende, wie ich bei ihm. Und zwar so lange, bis es klappt. Ich dachte, du machst dich jetzt fertig. Aber das ist wirklich so. Ja. Weißt du, Johann, wenn du einmal diese wirklich lieben Nachbarn, die Holländer, rausholst aus ihrer wirklich genialen Frittenbude, schon hast du Chaos in der Küche. Das ist alles durcheinander hier. Guck mal hier, die Aprikosen habe ich eingelegt. Und zwar Zucker kochen mit Vanille und Wasser. Einfach kurz einlegen und jetzt ist folgendes wichtig, dass die Aprikosen, die so schön mariniert sind, so hier in den Ring reinlegen. Und zwar die flache Seite nach oben. Sehr schön. Nee, ja, das ist sehr gut. So, so hier. Rein damit. So, eins, zwei, drei. Super. Wir machen vier Stück, ja? Ja. So, und dann müssen das wir die Publikum Masse... kriegt nichts. Ja, das überlege ich mir noch. So, jetzt haben wir hier das Eigelb geschlagen mit dem Zucker und das Eiweiß. Jetzt mischen wir dazu. Backpulver und Mehl und Kakaopulver. Ja. Hier rein. Sieben, siehst du? Ja. Wenn man Motten im Schrank hat, bleiben die zurück. Was zurück?
Was zurück? Ja? Wenn man Motten, Motten. Motten? Das sind diese Fliegen, die dann in die. Was hat das denn mit dem Essen in der Wolle zu tun? Gehen. Das sind die Motten doch, ne? Ja, ja, genau. Johann. Johann, du hast. Okay. Johann, du glaubst auch, man kann Holländern alles erzählen. Ja. Das ist unglaublich, der Kerl. Ja, schön. Unterrühren? Ja? Ja. Kannst du machen, den Rest unterheben, bitte? Gibt's ja auch ein Handtuch? Ja, gibt's auch. Bitte sehr. Ach so, danke. So. Das so. Kostet aber jetzt extra, ne, mit dem Tuch, Johann. Muss hier noch richtig das arbeiten. Das darfst du so nicht lassen. Passt. Ja, Johann? Wer unsere Sendung sieht, ja. Der muss sich eines merken, als Zuschauer. Ja. Wer nicht genießen kann, ja. Was ist der? Holländer. Oder? Nein. Nein. Wer nicht genießen kann, ist ungenießbar. Ah, das ist aber schön, Johann. Du bist ein Philosoph. Genau. Leckwischer Sack. Aber nur an deiner Seite. Nur an deiner Seite. Ich dachte schon, da kommt jetzt irgendwas über mich, weißt du? Wie sagt so der? Na, nee, um Gottes Willen. Ja? Möchtest du hier mal kurz zugucken? Bitte, ja. Komm, ruhig rüber. Ich habe noch einen Gast, ja? Der ist auch da. Ja, deswegen hole ich ihn ja gerade rüber. Deswegen gucke ich jetzt mal zu. Also, der Johann macht immer so Gerichte. Was ist eigentlich dein Lieblingsgericht? Da wird man 10 Kilo dicker von in einer Stunde. Sehr. Ich mag sehr die italienische Küche, aber ich habe nicht so, es kommt immer drauf an, so. Ich auch, wir haben so eine Pizzeria so nebenan. Super stimmungsanfällig. Stimmungsanfällig? Ja, manchmal kann ich bestimmte Sachen essen, die ich sonst normalerweise nicht genießen kann und umgekehrt. Also manchmal ist zum Beispiel saurer Lünger mein Lieblingsessen. Was? Ja, natürlich, das muss man. Was ist denn saurer Lünger? Saure Lünger, kennst du nicht? Kenn ich nicht. Nee, was sind saure Lünger? Was? Das ist eine Lunge, die gekocht wird dann mit Essig. Echt? Lunge isst du? Bäh! Ja, manchmal ist das so. Ich sag, kommt auf die Stimmung drauf an. Sehr lecker manchmal. Absolut, kann ich empfehlen. Ja, ja, weißt du, was ich aber sehr schade finde? Dass du keinen Lachs magst. Ja, weil ich ja Lachs mache. Ich weiß, aber vielleicht schmeckt der ja besonders gut und den mag ich dann, wer weiß. Ja, also ich hoffe, dass der sehr lecker ist. Warum magst du denn keinen Lachs? Ich habe Schwierigkeiten mit Fisch, aber eher so ideologisch begründet. Schwierigkeiten mit Fisch? Ich habe Schwierigkeiten mit Fisch, ja. Kannst du nicht schwimmen? Das schon, ja. Es aber? Es kommt natürlich auch mal drauf, worin der Fisch schwimmt. Aber kriege das trotzdem irgendwie aufgrund von Medienpenetration in Bezug auf Überfischung der Meere manchmal nicht runter. Aha. Ja, obwohl, wenn du den Fisch im Wasser schwimmen lässt, ist alles gut. Eben. Du müsstest einmal. Bleibst du über Nacht heute? Es kommt drauf an. Weil was Johann. Was willst du denn da jetzt anbieten gerade? Ich wusste gar nicht, was das für eine Sendung ist. Das sagen wir auch selten. Ja. Aber dann würde ich dich mal mitnehmen mit Johann aufs Zimmer. Wird ja immer besser bei euch. Ja, weil da würdest du nämlich mal sehen, wenn wir zwei morgens an die Elbe gehen zum Fische fangen. Danach würdest du Fische mögen. Ihr fangt übrigens, die selber? Weißt du, dass man Knoblauch schneiden muss? Ja, natürlich. Pressen ist nicht. Pressen ist ganz schlecht. Ja. Weil dann kriegst du auch Ärger mit Johann. Dann nimmt er dich morgens nicht mit zum Angeln. Das geht gar nicht. Okay. Sag mal, wer kocht denn bei euch zu Hause? Bei uns ist eher so die klassische Verteilung. Ich koche immer wenn wir Gäste haben, dann koche ich, dann darf ich aufkochen sozusagen. Und das alltägliche Kochen übernimmt meistens meine Frau. Das alltägliche? Ja, so dieses Kinderkochen und sowas, das kann ich auch ganz schlecht. Also jedes Mal, wenn ich dann irgendwie koche und dann erzählen meine Kinder mir, das schmeckt denen gar nicht, das ist viel zu kompliziert. So. Ja. Also ich bin nicht so der Grießbrei-Kocher. Nee, das mag ich auch nicht. Grießbrei ist auch eine eklige Sache. Ganz nebenbei mache ich hier übrigens ein Sößchen. Was ist das? Ja. Also es hätte eine Aioli werden können, ja, wenn ich das gekonnt hätte. Aber so ist das etwas, was mit der Aioli zumindest verwandt ist, weil es auch Senf drin hat. Okay. Ja? Ich habe hier ein bisschen schön mittelscharfen Senf genommen, ein Ei aufgeschlagen drin, schön Öl untergeholt. Da muss man ein wenig darauf achten, dass es nicht gerinnt, weil du siehst, es ist nicht geronnen. Schön schaumig aufgeschlagen. Ja. Okay. Ja? Und dann... Ja, und dann habe ich da noch ein bisschen frischen Knoblauch mit reingehackt. Ja. Ist auch ganz wichtig, dass man das schön auf Seite steht. Ist das hier Aioli? Nee, ist keine Aioli, Johann. Das ist so ein Cousin von der Aioli. Oder eine Nichte. Lass mal stehen, das ist noch nicht fertig. Das darfst du erst wieder probieren, wenn es fertig ist. Soll es fest sein? Bitte? Soll es fest sein? Nein, Johann. Ich
Ich werde das nachher drin zopfen. Von Cicero gibt es ein tolles Zitat. Cicero? Ja. Kennst du den? Der Koch? Das stimmt. Einen guten Freund erkennst du nur in der Not. Ja, Johann, dann mach mir das dick. Und deswegen schmeckt mir dein Essen immer so gut. Dankeschön, Johann. Aber er mit seinem Ja, aber ich mag ihn trotzdem. Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen, Horst? Das ist nochmal dick machen. Johann, zeig mir die mal aus. Was soll ich jetzt mit dieses Ding? Warte, warte, ich warte, ich muss dem Horst helfen hier. Da kommen wir nicht mehr raus heute. Ja. Weißt du, was das ist? Ein 80-Glocke. Nein, das ist ein Mixer. Oh. Scheiße. Und ist jetzt dick? Ich glaube, da wird nichts mehr heute. Johann, kriegst du es nicht dick? Wir machen übrigens jetzt so kleine Spieße zwischen uns. Holst du mir mal da hinten gleich, bitte. Ich esse eigentlich nur immer Sachen, die glücklich machen. Ja, also das wird nicht dick, aber mit dem Gummi bringt es immer, ne? So, wunderbar. Erdbeeren, Zehen. Ja, was soll ich hiermit? Wenn du möchtest, kannst du auch so ein paar mitmachen. Was soll ich machen, Johann? Johann, was machst du da? Ich mach dir Aioli. Ja, du machst dir Aioli. Sieht aber eher nach einer gesunden Schweinerei aus. Irgendwie. Wird's jetzt dick? Schau her. Das wird dick. Es wird dick, guck her. Johann, du hast bis jetzt immer noch alles dick gestellt. Dankeschön, Johann. So. Soll ich das abhören? Man merkt immer wieder, dass er seinen Stern nicht gewonnen hat. Das ist wirklich wahr. Also da hat er richtig was drauf. Du musst einfach, wenn du das aufschlägst, das Öl langsamer reinmachen. Langsamer, mehr schlagen. Mehr schlagen. Dann bin ich besser. Dankeschön, Johann. So, jetzt Artischocken putzen, guck mal. Wahnsinn. So geht es, ja. Stiel abbrechen hier. Also da hat er wirklich was drauf. Ne? Ja, dann kleines Messer. Nimm ruhig meins, Johann. Jetzt einfach hier so oben abschneiden. Ich guck mal gerade den Backofen. Hier auch abschneiden. Und dann hier die Blätter abziehen, so ein bisschen. Warum muss man das alles so tun? Weil du nicht mitessen kannst. Man braucht nur das Innere. Ah ja, muss man. Ah, jetzt das Herz, das genau, Herz. Artischockenherz, genau. Siehst du so? Und dann gleich in Zitronenwasser einlegen. Deswegen Handschuhe, weil alles bitter wird. Es wird alles sofort bitter. Und sofort in Zitronenwasser, sonst laufen die an. Ah, es wird eine bittere Sache. Genau. So, ich mache in der Zwischenzeit dann die Brösel für mein Lammschnitzel. Weil ich muss nämlich Lammschnitzel jetzt machen. Wie viel Zeit haben wir noch? Knapp. Wir haben noch 15 Minuten. Das ist doch heiß. So. Okay. So in der Mitte stehen. Genau, und man darf nach dem Artischocken putzen. Muss man alles wegmachen. Weil die Hände, alles ist extrem bitter. Ja, warum machst du das denn auch mit mir? Kostet mir wieder ein Liter Parfüm, du. Hör mal. Nein, du bist so eine Süße, du kannst es wegmachen. Okay, ich brauche jetzt Kräuter. Aber das Herz sehe ich gar nicht. Guck mal. Wo ist das? Johann, wo ist das Herz? Ja, das hast du doch gerade weggeschnitten. Das Herz ist da in. Das ist das Herz hier, da. Aber das auch, das Viertelchen hier. Das ist das Herz in der Mitte, das ist Artischockenherz. Ja, das weiß ich, aber ich dachte, wo ist das Herz jetzt geblieben? Da ist es doch. Andere Seite. Eine kleine Herzoperation. Ja, nimm dir das ruhig mit rüber, hier vorne hin. Darf ich dir dazu rübergehen? Sag mal, Horst. Ja, bitte, Johann. Sagte doch, Rolle, was hast du das gelernt? Was denn? Das, was du da machst. Das ist was ganz Spezielles, Johann. Das habe ich also bei einem Kindergeburtstag gesehen. Ich habe meine Lehre gemacht 1973 und ich glaube, das kommt daher, oder? Nee, das war 1953, meine ich, hätte ich das hergeholt. Aber es ist geil, ne? War lecker immer. Lecker. Ja, warte mal ab, wenn gleich das Sößchen stimmt und die Marinade dazu, Johann. Klasse. Du weißt ja, dass ich Verbalkoch bin. Ich kann dir das so lange erzählen, bis es lecker ist. So, ich hacke jetzt hier Kräuter für meine Lammschnitzel zum Panieren, und zwar Thymian, Rosmarin, Petersilie. Das muss ich jetzt alles fein hacken. Da können wir ja gemeinsam hacken. Ich habe auch was zum Hacken hier. Was machst du jetzt da? Ich mache die Marinade schnell fertig. Ja. Das heißt, schönes Olivenöl, frisch gepresste Zitrone. Für die Spießchen. Für die Spießchen, ja. Mhm. Dann frisch gezupften und fein gehackten Thymian. Ein bisschen was Blattpetersilie. Weißt du, woran man Petersilie erkennt, dass die frisch ist, Johann? Das kenne ich, ja. Ja? Den Trick kenne ich schon. Ja? Wenn man hochhält und er bleibt stehen, ne? So.
Die Kölner wieder. Ne? Aber die kann man frittieren, habe ich gelernt. Ne, Johann, wenn aber das so nicht mehr so schön ist, kann man frittieren. Also es tut mir furchtbar leid, ich kann das Herz wieder nicht finden. Ja. Was? Jetzt aber, du sollst nicht alles wegschneiden. Guck mal her. Hier ist das Herz. Ja, das wieso schneidest du das weg? Das brauchen wir doch noch. Götz, das hat gewirkt. Du hast die Mareike wirklich vorher gut bezahlt. Das Herz ist bestochen. Sag mal, du hast einen Sohn, gell? Ein Sohn, Kai. Was ist der am liebsten? Also Kai sitzt jetzt eigentlich auf der höhere Hotelfachschule. Ach, der sitzt also da. Hotelmanagement, er sitzt da. Ich weiß noch nicht, ob er noch was tut, aber er will auch dieses so ein bisschen Hotelfach machen. Ja. Oder? Und geht's ihm gut? Ja, es geht ihm super. Und du kochst ab und zu auf jeden Fall. Das war eine schöne Frage, weißt du. Und? Noch mehr? Okay. Oder? Geht's dir gut? Mir geht's hervorragend. Ich bin hier so ordentlich am Spießchen machen. Wunderbar, alles gut. Wetter auch gut. Wetter schön, ja. Wetter. Ja. Frau auch gut. Ja. Muss. Ja, Wirtschaftslage auch. Muss. Müssen wir durch. Spießchen, schön. Auch schön Spießchen jetzt, ja. Gewürze? Würzen. Gut. Lecker. Ja. Du, Blätterteig, Ofen raus? Ja, Ofen hier, Blätterteig, alles wunderbar hier. Ich meine, du sollst den Rest rausholen. Den Rest? Bevor wir Plätze nehmen. Ja, Johann? Ich zeige jetzt mal den Zuschauern, wie man einen Schmetterlingsschnitt macht. Kennst du das? Ich habe einen Onkel, der wollte mal Orthopäde werden. Und? Zeig's mal. Also ich meine, ich wüsste es wie. So? Ich hätte schon anders angefangen. Hier rein? Ja. Ja? Hier durchschneiden? Ja. Kein Platz. Und dann hier so aufklappen. Oh. Und dann wird es so geklopft. Ja. Da hast du einen Schuss. Was? Sag jetzt gar nichts. Ich sag nichts. Doch, jetzt weiter. Mir fällt dazu auch nur Schmetterling ein. So, wenig Platz hier, aber... Aber wir kriegen das hin, wir beide, ne? So. Warum ist es eigentlich so in dieser jetzigen Zeit, dass Männer so viel kochen? Ja, weil warum haben die jetzt die Frau weggenommen? Warum ist das passiert? Das wissen wir doch nicht. Ja, weil die Frauen jetzt Geld verdienen wollen. Ja. Irgendjemand muss das ja machen. Ja, das könnte sein. Ja, kochen in Holland keine Frauen mehr. Ja, die Frauen gehen eigentlich arbeiten. Und man sieht überall Männer kochen. Männerclubs, Kochclubs für Männer. Irgendwie, dass man denkt, haben sie noch alle an der Latte? Ja, alles kocht in Holland. Willem-Alexander kocht, alle. Ja, irgendwann müssen wir was essen. Das muss ja gekocht werden vorher mal. Ja, aber die Männer haben da richtig eine Liebe zu entwickeln. Ja. Findest du das denn gut oder nicht gut? Doch, ich find's herrlich, wenn ich wieder einen Mann finden würde, der kochen kann. Also, meine Damen und Herren, ich hätte hier anzubieten, unter einer Nummer, die wird gleich eingeblendet, liebe Männer, es gibt eine bezaubernde Frau, ja, diese Dame kommt aus diesem wunderschönen Nachbarland Holland. Sie findet zwar das Herz nicht. Nee, noch lieber nicht. Ich kann der Mann ja mithelfen dann später. Und sie liebt Sabayone. Das heißt, wenn ihr euch melden möchtet, sie ist zu haben. Ne? Das reicht dir das so? Das ist eine schöne Annonce, die du jetzt aufgegeben hast. Meinst du, da melden sich welche? Also ich habe schon mich vorgemeldet. So. So, Johann, guck mal hier, was wir hier Schönes gebacken haben, wa? Was? Nicht was, das ist Blätterteig. Was ist denn das hier? Bitte nochmal im Detail Großaufnahme. Bitte einen Schwenk von oben nach unten. Von hier anfangen bis nach unten. Das muss der Zuschauer einmal sehen, wie der perfekte Blätterteig ausschaut. Kann ich dafür, dass der Backofen unterschiedliche Temperaturzonen hat? Wenn du das hier 3 Monate stehen lässt, das bleibt immer so. Dankeschön, Johann. Das sollte ja auch eine Küchenfliese werden. Ja. Außerdem war ich dran schuld. Nein, du warst nie schuld. Götz, im Leben nicht. Was machen wir jetzt damit? Das esse ich so. Ah, okay. So. Das schmeckt nicht aus. Probier es lieber nicht. Danach hast du keinen Speichel mehr im Mund.
Ich klopfe gerade hier das Fleisch. Klopfst du, Marc? Und zwar nehme ich hier glasvolle mit Olivenöl. Das Lammrückenfleisch, schön geschnitten. Und jetzt hier einfach schön klopfen. Dann haben Sie hier so ein schönes, dünnes Schnitzel. Guck mal, so klopft man Schnitzel. Einfach zwischen zwei Fohlen hier mit dem Öl. Wie ein Messerchen. So, guck mal, wie schön. Sonst haben wir so kleine Messer. Tja. Sonst müssen wir bei Jungen rein. Also, hier ist ein. So, guck mal. Passt. Toll, Johann. Alle gleichmäßig, guck mal. Respekt. Ist das mit dem Blätterteig auch? Oder? Sag mal. Da geht mir im Blätterteig auch, aber da kriegst du ja richtig Eier mit dem Tierschutzverband, wenn du da mit Schmetterlingen machst. Dass ich jetzt so viele Stunden geflogen bin, um hier so ein Artischockenherz hier. Ne? Wie viel muss ich noch? Sag mal, da bleibt denn bei dir. Guck mal, das musst du dir mal anschauen. Jetzt nicht, bitte nicht. Nein, bitte. Das müsst ihr mal sehen. Bitte nicht zeigen. Das ist so und das ist das Ergebnis von einer Holländerin gewusst, Artischocke. Guck mal hin. So. Nein, also das muss ich. Das ist sein Ergebnis. Also das ist nicht viel mehr. Ne? Also, er sagt, ich soll das so machen. Nee, komm, mach nur die letzten drei, bitte. Johann, du musst nicht böse werden. Schön, dass am Klopfen. Du warst richtig böse, ne? Guck mal hier, Johann, ich habe jetzt das eine übrigens flach geschmiert. Ja. Und jetzt schmiere ich das nächste oben drauf. Ich muss mal kurz telefonieren. Das sieht man, Johann. Aber du hast einen Hörer am Ohr. Der ist nicht zu Hause, ja? Hallo? Hier Hallo? Bei Singer. Ach, hier bei Singer. Hier ist Johann Lafer von Lafer Lichter ohne Herrn Lecker. Guten Tag. Schönen Hallo. Guten Tag, Herr Lichter. Ach nee, hallo, ja, schönen guten Tag. Hört er mich? Was kann ich tun für dich? Ach, für Sie, Entschuldigung. Er meldet. Wer hat denn angerufen? Ich wollte gerne wissen, und zwar, ich hab das Wiener Schnitzel gemacht. Meine Mutter hatte das in ihrer Sendung gehört und hat das nach dem Rezept gemacht. Ja. Aber dabei ist was schiefgegangen. Und zwar, die Masse am Schnitzel wurde ganz weich und glitschig und eben nicht fest dann beim Frittieren. Was? Frittieren? Seit wann frittiert man einen Schnitzel? Also das in diesem, wie heißt das jetzt, Butterschmalz, wenn ich das in dem Butterschmalz anbrate. Mhm. Genau, also ja. Sie nehmen... Scheiß Tipp, Johann. Jetzt halt den Mund. Sie nehmen Mehl. Ja. Dann nehmen Sie ganze Eier und geben dazu einen Esslöffel geschlagene Sahne. Aber die Eier die Schale abmachen vorher, Johann, musst du sagen. Das gibt riesen Ärger sonst. Schlagsahne zu den aufgeschlagenen Eier geben. Ja. Und dann Semmelbrösel. Da ist gut, wenn Sie eine Semmel haben, dann sollten Sie, wenn Sie das abschneiden, nur außen die Außenrinde nehmen, nicht das Innenweiche. Und, und dann das schön fein mahlen, das muss ganz trocken sein. Und dann das Schnitzel zuerst im Mehl festdrücken, dann in dem Ei und dann in dem Brösel und dann im schwimmenden Butterschmalz. Immer durch Schütteln der Pfanne auspacken. Wenn Sie jetzt zuschauen, nachher werden Sie gleich sehen, wie ich das hier bei den Lammschnitzeln mache. Das geht wunderbar und die Panade geht auf und das Fleisch wird schön saftig. Gut, ich dachte, er meldet sich schon auf meine Annonce. Okay. Wollen Sie die Frau Ammer? Hallo? Hallo? Sind Sie noch da? Haben Sie Erfahrungen schon mal gemacht mit holländischen Frauen? Nein, habe ich nicht. Ich habe aber jemanden hier, der ist auf der Suche nach einem jungen, charmanten Mann. Sie ist auf der Suche. Wollen Sie jemanden kennenlernen? Direkt ist er 18. Frag doch mal, wie alt er ist. Ich bin 22. Aha, okay. Bisschen jung, ne? Das war die richtige Zeit. Aber weiter, alles in Ordnung, Junge. Ja. Machen weiter okay. Ja. Sie meinen, Sie sollen weiter Schnitzel backen, ja? Okay, bis demnächst. Tschüss, tschüss. So. Und dann? Was, wie sieht denn das aus? Nicht, dass es auseinanderfällt dann irgendwie, oder? Ja, ja, klar fällt das auseinander. Ja, okay, das aber muss das ja auseinanderfallen. Ja, im Prinzip muss das auseinanderfallen. Ne? Das heißt, diese drei Schichten Blätterteig haben wir schön gebacken, nur das obere haben wir mit Ei bestrichen, damit es schneller braun wird. Und hier vorne sieht man eine Hommage an Tim Melzer, das sind Röststoffe. Aha. Ja, die habe ich hier vorne mal reingelegt. So. Dann haben wir diese wunderbare Roquefort-Creme, die du eben so traumhaft aus dem Handgelenk angeschüttet hast. Mit dem Armagnac. Eingeschmiert. Mhm. Auf der oberen Schicht noch diese fein gehackten, wirklich traumhaften Röllekes vom Schnittlauch. Großartig. Da hast du ein Händchen für. Ja, ja. Dann oben drauf das Deckelchen. Jetzt schneiden wir das Ganze wieder durch. Aber du warst doch mal Schotthändler, oder? Oder hast du mal gearbeitet? Schotthändler? Ja. Nein, Johann. Puh.
Johann? Ich habe ein Messer in der Hand, ich wäre vorsichtig. Darf ich das Sag's, bei euch Johann? Abstellen hier? Das sieht aus wie so ein alter Reifen. Darf ich, ne? Nein, Johann, das sieht traumhaft aus. Jetzt muss man das mal im Bild sehen. Darf ich das mal kurz zeigen? Guck mal, ich habe mir was vorbereitet. Sehr wegwichtig. Sieht das lecker aus? Ah, ein Traum. Und das als Vorspeise nachher zu uns genommen, ist das einfach herrlich, wenn dann im Mund der Blätterteig so verpufft, diese herrliche Roquefort-Creme dann da drinne bleibt, man den ganzen Schnurrbart voll Blätterchen hat, ist das schon eine traumhafte Sache. Dann möchte auch eine Holländerin einen nicht mehr küssen. Da ist also jeder, der nicht mit Mareike zusammenkommen möchte, kann hier gerne gleich probieren. So. Oh. Johann, ist heiß? Eine feurige Frau. So. Magst du mal den Backofen gucken, lieber Götz, was unsere Kieschen machen? So, wir braten jetzt auch die Schocken hier. Ich wollte mal einen Naturstein vorher. Ja, ich glaube, die brauchen das, ne? Ja, ne? Die brauchen das. Ja, ja. Jetzt mal gucken. Heißt noch Olivenöl anbraten? Oder soll das braun werden? Was machst du unsere Dörtchen da? Guck mal, unsere Dörtchen hier fertig. Aber der sieht geil aus, ne? Sieht aber lecker aus. Wie sieht man das? Sie sind hochgekommen. Soll ich dich hochheben? Jetzt langsam ihre Haut. Ja, der Lachs wird jetzt richtig schön langsam gar dadurch. Ein bisschen, ein bisschen. Und die aber es sieht lecker aus. Okay, so. Mit dem Sößchen. Ja, so, das kann auch weg, ne? Ja, alles weg, genau. So. Dann machen wir gleich die Schnitzel. Und jetzt brauchen wir ja, eine meine Freunde Platte, glauben das Ganze nicht. Hier. Schöne Platte. Hier, so. Guck mal, hier unter mir. Was glauben meine Freunde nicht? Dass ich hier stehe. Ja. Schau, so, schön, warte mal. Der ganze Herd ausgefallen hier. Sag mal, Götz, haben wir irgendwas gemacht so, mit Artischocken? Ja, ich habe das mal eben bei euch abgestellt. Der Abfall bei euch so. Ne? So, guck mal. Schnitzel panieren hier. Schön Ei mit Schlagsahne verquirlen. Ja. Wahnsinn. Aber ich finde ja, ich mag ja immer das auch. Diese so sind die Holländer. Die schicken uns die Reste alle rüber. Ja. Ja. Unglaublich. War übrigens wieder eindeutig zweideutig, ne? Guck mal, wie sie jetzt das Ei schlägt. So. Wir panieren jetzt, komm. Guck mal, wie sie das Ei schlägt. Ja, Mehl. Johann wird hektisch, merkt ne? Muss Ei mit Schlagsahne. So. Und dann durch die Kräuterbrösel hier. So, schön panieren. Festdrücken. Johann, warum mit Schlagsahne? Und dann hier damit die Panade schön locker wird. Und hier rein damit, ja? Und dann backen wir die außen her. Okay. Bitte sehr. Mehl. Schuck. Das noch irgendwie dekorieren? Ja, da sind wir jetzt gleich bei. Wir überlegen nur mal, wie wir das dekorieren. Ne? So, aber jetzt werden wir davon. Stress. Beim Kochen muss sie sitzt lecker zu Hause, ich denke. Na. Ah, hier sind die Dörtchen. Das ist lustig. Auch wenn ich jetzt hier der Kochbüttel bin heute. Aber du bist kein Kochbüttel. Doch, ich bin ja Kochbüttel, ich habe ja keine Ahnung. Ehrlich? Nein, ja. Komm, das hast du. Aber ich habe... Nee, du hast ja auch mit dem Steven Spielberg zusammen. Wie ist der Kerl so drauf? Weil den würde ich ja schon gerne mal kennenlernen. Also kulinarisch kann ich das nicht beurteilen, weil... Da hätte ich auch keine Ahnung von. Nee. Er isst vor allen Dingen sehr gerne seine eigenen Fingernägel, weil der ist absolut, der ist manisch. Also der, wenn der, nein, der ist absolut manisch. Ähnlich wie du natürlich in Bezug ja. auf Kochen, ist der ja. manisch in Bezug auf seine Filmarbeit. Und wenn, wenn der Action ruft, hat der er sofort kaut Fingernägel. Ohne Quatsch. Absolut, da ist kein Nagel, nichts mehr dran, alles weg. Das gehört lecker, aber nicht ne? zum Catering oder so weit. Nee. Wahrscheinlich ist Catering so schlecht. Steven Spielberg kaut Fingernägel. Ja. Und Horst Lichter kocht. Just, Johann, wusstest du das? Nee. Aber mit welchem James Bond hast du eigentlich den Film gedreht damals? Gibt doch nur einen, der heißt 007. Ach, richtig. Ja. Ne? Ja. Ja. Die weil, heißen ja alle so. Weil ja. Ist, das, zum Glück. Ist das nun so ein Kerl wie, ich meine, welche war es? Sean Connery? Nee, der war es. Nee, es war Pierce Brosnan. Da war der noch ein Kind. Als ja. Sean Connery. Danke, danke. Was möchtest du trinken? Wer war es denn? Wer war es denn? Wer war es? Pierce Brosnan war es. Und wie war der? Wie war der? Ja, was soll ich da sagen? Wie war der? Der war... Der war in festen Händen. Ja, danke. Danke. Möchtest du das mal dem Publikum bringen, aber zu die probieren? Frau, ja. Die ist in der Zwischenzeit, so, die hat tausendmal ja. Belafer gegessen. Das ist so eine Tonne geworden. So, wer möchte denn die diese Frau von Brosnan. Leckere Blätterteigabteilung mal probieren? Ja, sie möchten probieren. Dann gehe ich doch einfach mal nach oben. Hier, bitte sehr.
darf ich Ihnen das einfach mal so kredenzen, so ganz auf die Hand? Bitte schön. Gehen Sie doch einfach mal durch. Jetzt den Rest müssen Sie alleine machen. Jetzt kann ich Ihnen mehr weiterhelfen. So, guck mal, wie schön die Artischocken da werden. So, Johann, guck mal hier. Ich habe hier jetzt meine wunderbaren Roquefort-Blätterteig-Schnittchen. Mhm. Fein aufgetürmt. Und das ist ja das Verrückte. Man isst die tatsächlich, zumindest bei uns im Dorf, mit frisch angeschlagener Sahne, mit Schnittlauch dazu. Johann sagt nichts. Dir fällt dazu also sowieso nichts ein hier. Ehrlich jetzt. Wenn ich das sehe. Ja. Ja, Johann? Ja, bitte? Das ist doch bitte? Ein Wahnsinn. Die Kalorien, das kann doch kein Mensch essen. Doch, man muss, das ist ja auch kein Spaß da hier. Da braucht man die innere Haltung dafür. Geht schon. Guck mal hier, die perfekte Verbindung wäre dieses Lammschnitzel und dazu die Sahne und diese Roquefort. Ja, vor allen Dingen, weißt du, mit dem Hauch an Öl, den da du bist da genau satt. Da bist du nachher, spätestens dann bist du satt. Da isst du eine Woche lang gar nichts mehr. Ja, genau. Guck mal, ich schütze dir mal schön die Braten da. Pass auf, wenn ich so einen Backofen aufmache, da kommen dicke schwarze Waren raus. Komm her, komm her. Dann haben die keinen Papst, oder? Eigebein. Was soll ich machen? Wenn hier schwarze Wolken rauskommen, haben die dann keinen Papst gefunden oder ist dann mein Ding verbrannt? Nein, ist doch normal. Ist normal, schwarz ist normal. Guck mal, ein super schöner Lackspieß hier. Applaus für den Horst, geht doch. Hey, der bricht wieder da. Später. So, jetzt darf man nur die Platte nicht anpacken, das wäre richtig kacke. So, wenn ich das hier mal ganz kurz vorstellen darf. Die Cherry-Tomaten haben wir nur hinten das Popöchen rausgeschnitten, das heißt der grüne Strunk. Den Lachs frisch nur geschnitten, nicht gewürzt. Die Kartoffelchen natürlich vorher gekocht. Dann haben wir das Ganze auf Spieße und dann habe ich eine wunderbare Marinade dazu gemacht. Aus Olivenöl, aus frischem Knoblauch, aus frischen Kräutern, mit ein wenig Senf drin, damit bestrichen. Jetzt kommt noch kein Salz. Das kommt jetzt frisch drüber aus der Mühle, damit es richtig schön draußen knusprig dran bleibt. Dazu die Aioli, die mir der Johann richtig schön steif geschlagen hat. Und das Ganze ist einfach dann... Und dann unsere Blätterteig-Dinger. Pass auf, nicht anpacken. Nee, das rutscht. Ich halte mal, ja. Ja, nicht, dass das wegflutscht da. Sollen wir das schon da drauf tun? Ja. Dann kommt die schöne Aioli dazu. Und ich sehe uns schon. Mit Platz. Weißt du, so, wenn so ein Spielberg hätte, würde er keine Fingernägel mehr lutschen. Na. So. Sowas kennt der Amerikaner ja nicht. Nein. Der fast so schön wie bei den Holländern. Ja? Sind die so? Naja, so kulinarisch sind die auch nicht ganz weit vorne. Der, der Lachs ist sowas von rosa, das ist nämlich schon ein Lachs de Rosé. So. Sollen wir einen aufschneiden, Johann? Ja, vielleicht macht sonst einen Abgang. Muss ich hier. Das ist lieb. Guck, und da ist jetzt meine Ehe dran. Mareike, dass du den ganzen Tag rührst. Der stand immer so. Sie ist die einzige Frau, die jemals hier war, die 45 Minuten in der Sendung nur gerührt hat. Das ist einmal. Das ist der Knaller. So. Was ist da eigentlich drin in dem Pöttchen? Das wird die Sabayone. Sopra la banca la capra canta, sopra la banca la capra crepa. Bitte? Das ist italienisch. Ach so. Nee, natürlich nicht. Kann gar nicht. Komm mal her. So, wir richten mal schnell alles hier parat. Ja. Ja. Hast du? Machen wir noch die Aioli dazu. Okay. So, super. Ja. Super, so, pass auf. Okay. Ne? Wo ist der braune Zucker hin da? Schon weg, ha? So, hier. Habt ihr das Feuerzeug? Feuerzeug? Hast du Feuer da? Ich habe zwar Feuer, aber keine offene Flamme bei mir, Johann. Nein, ganz ehrlich nicht. Hat jemand Feuerzeug im Publikum? Der raucht hier, niemand? Das ist doch mega out rauchen. Ich kann doch nicht sagen, dass hier von euch keiner ein Feuerzeug frei hat. Feuer gut, ne? Gib her, Feuerzeug. Ja, Johann, ich hatte beinahe eins. So. Hey, kannst du jetzt ein bisschen Salz drauf machen, wenn du möchtest? Leicht abnehmen, einfach mal drüber. Zucker hier.
Johann der Panzerknacker. Guck dir das mal an. Ja, schön karamellisieren. So. So. Sehr und jetzt da. Kannst du auf den Tisch stellen? Ja? Jupp. Ist denn gut jetzt? Sabayone, ja, super. Erstmal ein Applaus für den Sabayone. Guck mal, super. Ja. Okay. Aber. Dann teilen wir jetzt. Und das ist nicht einfach. Schon mal unsere Blätterteig-Dinger raus. Zinn-Sabayone, guck mal hier. Da setzen wir zwei uns schon mal ja. Hin. Ja. Das ist schon lecker. Ja, ja. Okay. So. Wie die Pfefferminze noch? Johann, ich bin als Erster fertig. So, mal rein, die Sätze hin. Ja. Du, wenn mein Essen so aussieht, wäre ich auch gleich fertig. Wo soll ich sitzen? Ja, komm, soll ich? Da links, links. Du siehst ja, was passiert, wenn zwei Herren so weit hier. Du darfst auch das Essen wegnehmen. Kann ich meine Glücksteine hier wechseln? Weil du hast einen Engel, du kriegst nämlich einen Elefant hier. Ja, das lege ich immer auf den Tisch. Da haben das wir, ist sehr schön. Das ist, na, ist wirklich sehr ja, schön. Ja, sehr schön. Ne? Das ist selbst gemacht. Zeig dir mal in die Kamera, bitte. Ja, und dann hat man ein Thema am Tisch. Dann spricht man darüber, was für ein Tier hast du? Hast du einen Elefant oder hast du Maria? Und was denkst du davon? Hat man immer ein Gespräch, ne? Guck mal, das, auch das über ist aber langweilig reden, in Holland. Ne? Ich hab jetzt kein Gespräch, aber ich habe was Gescheites zum Essen für uns beide. Guck mal hier. Lammschiss mit Artischocken. Okay. Danke. Ja, das ist so krass, aber Johann, eins musst du ganz ehrlich sagen. Ja, bitte. Meine Spieße da vorne. Ja. Sehen richtig toll aus. Und übrigens, Herr Singer, so wird eine Panade richtig gemacht. Nur damit Sie das mal ganz klar wissen. Ja. Leicht, locker, flockig. Genau. Götz, es war mir ein großes Vergnügen, neben dir stehen zu dürfen in der Küche. Auch wenn ich dir da nicht viel bieten konnte heute Abend. Aber es fiel mir sehr leicht, dir über die Schulter zu blicken. Für so einen Samstag, ja? Ja. Bei dir möchte ich mich ganz kurz entschuldigen und davon abgesehen, ich liebe Holland, ich liebe Holländer und ich habe selbst einen Wohnwagen. Und ich glaube, sie hat heute bewiesen, ja, dass Holländer nicht nur Käse und Matjes essen, oder? Stimmt. Sie können sondern nämlich auch eine Sambayone schlagen. Genau. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Lafer, Lichter, lecker. Sie waren klasse. Ciao.